Was geht ab? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Paragon. Wir zocken heute den guten Rictor, heißt er? Ja, genau, Rictor. Den hatte ich auch schon einmal gegen die Bots gespielt und das Skillset von ihm finde ich ganz cool und darum wollte ich euch den auch mal zeigen. Wir skillen zuerst die Q-Fähigkeit. Ja, wir skillen die Q, genau. Die Q besagt von wegen, wir können einen Gegner zu uns heranziehen aus einer 1000er Range, 1000 Einheit Entfernung. Und das ist im späteren Spielverlauf auf jeden Fall fett. Hier können wir zum Beispiel schon mal endlich versuchen, den Dude hier reinzuziehen. What? Warum geht denn sein Move durch? Mein Move durch? Das ist ja schon Schweinerei. Ja, ich habe mir eventuell gedacht, vielleicht liegen diese Framerate-Einbrüche, die ich ja, womit ich ein bisschen zu kämpfen habe, daran, dass sich das Spiel vielleicht noch in der Beta befindet. Aber das kann ich nicht so genau sagen. Könnte daran liegen, muss aber nicht. Ich krieg's irgendwie auch nicht begriffen. Ich kann gerade nicht so viel machen. Was ist das hier? Boah, jetzt hat mich direkt der Schütze im Visier. Aber die geht fast drauf gegen den Minions. Naja gut, die konnte ich jetzt ein bisschen farmen. Also ich hoffe, dass die... What? Die Last jetzt ein bisschen hinbekommen. Weil uns das noch schwieriger ist zu machen. Ich hab schon mal einen. So. Jetzt können wir die E-Skillen, die bewirkt, dass wir quasi wie so ein Sunfire Cape haben von uns. Das heißt, wir machen Umgebungsschaden an den Gegnern. Das ist ganz gut, wenn wir den Gegner nämlich rangezogen haben, dann können wir dem nämlich direkt Zucker geben. Oder will er mich direkt grabben? Der miese Schweinehund. Ja, ich kann mich bis jetzt momentan nur so wirklich unter dem Tower verstecken. 2 gegen 1 kann ich mir noch nicht wirklich mit anlegen, aber dadurch kann ich halt Blast Hit ein bisschen üben. Und jetzt so auch bis jetzt erstmal funktioniert. Jetzt ist der Grab raus, jetzt könnte ich ein bisschen angehen, aber nee. Das ist ein bisschen zu risky. Ja, mit unserem rechten Maus-Tasten-Spell können wir, was können wir denn damit? Eine Peitsche. Oh, da haben wir sie. Sau gut. Damit können wir unsere Peitsche so ein bisschen mit Strom belegen. Das ist auch nochmal zusätzlich Schaden. Nächster Kollege. Ja, bis jetzt schlage ich mich noch ganz gut. 2 gegen 1. Schade. Wenn man Last Hit kriegt. Jetzt kann er so mutig. Haha, haben wir trotzdem. Next Sack. Fügt zwei Attacken. Achso, okay, da weiß ich glaube ich auch, was die bewirkt. Da machen wir quasi unseren Körper auf. Geht bei der. Komm noch näher ran, du Scheiße. Komm her. What? Was hat die für eine Range, bitte?
Damit machen wir, reißen seinen Körper aus und dann kommen da so rote Tentakel oder rote Maschinenteile raus. So Maschinenpeitsche, womit wir auch zuschlagen. Und Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich hier hole. Ich glaube, ich hole mir erstmal den hier. Angriffsgeschwindigkeit, ne. Ja, wir wollen uns sehen. Den Dude. Und da können wir direkt Schaden reinknallen. Sehr schön. Ja, und damit fügen wir dem Gegner dann in zwei Instanzen Schaden zu, was eigentlich ganz ordentlich ist. Soweit ich das mal gesehen habe. Jetzt werden wir erstmal hier unseren Sammler mal aktivieren, damit wir uns zwischendurch oder wenn wir mal sterben sollten, hier wieder mal ein bisschen Karten machen bekommen. Das ist, denke ich mal, schon ganz nützlich so. Jetzt muss ich halt noch weiterhin gucken, ob ich da gegen meine zwei Dudes alleine klarkommen. Aber dafür kann mein Team gut durchpushen. Solange die jetzt hier nicht wirklich großartig Stress machen, kriegt die Lane noch, denke ich mal, ganz gut verteidigt. Aber ich vermute mal, dass die beiden auch eventuell Premade sind. Weil der eine Dude, der versucht nur ranzuziehen. Der Stinkstiefel. Das funktioniert nicht so gut. Hier betreiben. Aua. Ja, jetzt weiß ich nur bei dem Rigdon nicht so genau, ob ich eventuell nicht die Q maxen sollte, sondern irgendwie die E oder den rechte Mausklick. Rechte Maustaste. Ah, die versuchen mich jetzt natürlich rauszulocken, aber ich bin ja nicht blöd, ich versuche die Lane zu freezen. Damit ich halt nicht raus muss. In der Zeit hat mein Team bei mir. Ah, mit dem Farben läuft so langsam. So habe ich das Gefühl. So einigermaßen läuft. So, und da haben wir nochmal einen Kill abgestaubt. Minions. Gut, Arm läuft, Kills laufen, Map läuft eigentlich auch. Ja, den habe ich jetzt nicht gekriegt. Aber muss ich auch nicht. Jetzt können wir mal gucken hier, was hier unser Sammler macht. Ach, der wurde gerade von zwei Dudes abgeholt. Gut, dann porten wir uns zurück und kaufen uns einen neuen Gegenstand. Dieser Gegenstand wird sein Kritrate. Jetzt werden wir gucken, dass wir uns das immer parallel hochziehen. Einmal Damage, einmal Rate. Weil in unserem ersten Gegenstand. Ah, ich kann dabei nicht laufen. In dem Gegenstand, der jetzt auf dem Platz Nummer 6 ist, der gibt uns kritische Treffer Bonus. Heißt, ja, wie das ehemalige Trinity Force, meine ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon wieder umgepatcht wurde. Auf jeden Fall, immer wenn wir einen Crit haben, kriegen wir darauf 50% nochmal oben drauf. Und der Gegenstand auf der Nummer 3, der gibt uns Trefferchance. Das heißt, der gibt uns erhöht die Chance, dass wir critten. Und wenn wir den ganz ausgebaut haben, dann haben wir da ordentlich einen Crit Rate. Habe ich mir.
Dingens. So, ich denke, ich sollte jetzt so weit ahead sein, dass ich mir, wenn ich hier ranziehe, die dann sofort besucht wird. Jetzt müsste ich dann nur mal gucken, ob ich so wirklich ranziehen kann. Aber ich glaube, die traut sich nicht, näher ranzukommen. Das war die schöne Ulti von ihm. Finde ich mega nice, wo ich den gegen die Bots oder wo ich gegen Bots gespielt habe und den das erste Mal als Gegner habe, habe ich mir gedacht, was tut der mit mir denn? Und dann wollte ich den auch mal ausprobieren und war ganz cool. Ich habe schon ziemlich gut mit dem gemacht. Und wie ihr sehen könnt, ich stehe 4-0, habe am Anfang gegen 2 gegen 1 gespielt. Ab übel dominiert, ihr mich fett gefeedet. Aber es ist eigentlich recht fett mit dem Dude hier. So, jetzt wollen wir gucken, ob wir schon die Frame ein bisschen ausgefuscht kriegen. Damit wir mal den Tower ein bisschen machen können, weil ich gerade Ruhe, weil mein weil der Rest des Teams gut in der Mitte aufgeräumt hat. Und dadurch gepusht hat. Dass ich hier jetzt ein bisschen Zeit habe, um den Tower ein wenig zu bearbeiten. Und der wird eigentlich auch recht zügig, weil ich denke mal, der Wave wird schon. Ah ja, okay. Der rechte Mausklick, oder die rechte Mausklickfähigkeit, die der Ring uns nur für einen Schlag so ein bisschen mehr Kraft hinter. Gerade noch gesehen. Ja, 32 Farm. Also ich sag mal, ich glaube, so ist es ziemlich dahinter. Oder da liegt halt wirklich jetzt nur am Champ, weil ich das direkt vernünftig rausgekriegt habe, wie viel Schaden er macht und wann ich die Minions angreifen muss. Zum Lasting. Ich kann das hier ganz gut einschätzen. Und ja, es läuft. Wir skillen die weiter. Also auch die Runde wird wahrscheinlich ein Sieg sein. Den habe ich jetzt verpasst. Ah gut. Ah, den auch. Jetzt bin ich einmal wieder raus. Oh. Okay, von der Wave habe ich keinen gekriegt. Na egal. Wir rennen jetzt nochmal zu dem Sammler eben. Und dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt gerade zum Beispiel nicht, was die roten Punkte da sind. Nee, stopp. Planänderung. Ich renne mal eben zu meinem Team. Versuche da vielleicht ein bisschen zu unterstützen. Wir rotieren mal. Vielleicht kriege ich hier auch mal eine fette Serie. Aber der hat noch ziemlich viel HP. Aber vielleicht ein bisschen sneaky ranschleichen. Sneaky rangeschlichen und jetzt sind sie alle weg. Ah, hier haben wir einen Ward, den kann zerstören. Das ist schon mal auch ganz gut. Hab ich mal gesehen, wie sie aussehen. Enemy Tower destroyed. Wo ist der Dude jetzt hin? Ist er hier runtergesprungen? Ne, da ist er. Hi. Oh, du bleibst hier, mein Freund. What? Ach ja, der hat so einen kleinen Dash. Weiterzugeben. Feste zu geben. What the fuck? Wollt ihr mich hier voll aus dem Leben an? Aber gut, da haben wir uns einen Assist abgeholt. Ah, und hier ist ein gegnerischer Sammler. Den machen wir jetzt mal kaputt. Dann hauen wir mal fix zu Karten aus. Dadurch bekommen wir dadurch Karten. Doch nicht. Nein, aber wir behindern halt die Gegner daran, stärker zu werden. Und ich sag mal, aus taktischen Gründen ist es definitiv besser, wenn man die Teile kaputt macht. Ich glaube, das ist sogar. Naja, der gibt nur EP. Aber immerhin.
So, wir porten uns zurück. Wir haben wieder 6 nicht genutzte Karten. Schauen wir mal, was wir davon kaufen können. Ich hatte gesagt, von wegen, wir holen uns ein bisschen Crit Rate und wieder Damage. Vielleicht können wir auch noch mal schauen, was wir hier sonst noch so anzubieten haben. Ja, hier Lebensraum wäre natürlich auch gut im Leben. Genau, dann machen wir, wir spielen mal auf einem etwas aggressiveren Bild. Wenn das Spiel jetzt noch so lange ist. Attack Speed brauchen wir jetzt eher nicht. Wir skillen die beiden jetzt auch nicht höher. Wir kaufen uns dann nämlich gleich mal hier dieses mit dem Energiedurchdringung. Und dann für den defensiven Part kaufen wir uns dann hier den mit dem Lebensraub. Aber dafür die Kosten, oder hatte ich gesagt, 10. Ja, die Kosten 10 Karten macht. Dafür müssen wir jetzt leider noch ein bisschen sparen. Aber ich denke, wenn wir die Gegenstände haben, die beiden, dann ist wirklich zappenduster. Ich vermute zwar nicht, dass wir so lange noch in dem Spiel sein werden, aber wenn, dann macht hier unser kleiner Optimus Prime Pummel ziemlich viel Aua. Und da will ich ja eigentlich hin, ne? Wobei mit 4-0 ist das schon ganz cool. Ist, glaube ich, sogar bis jetzt meine... klar, gegen echte Spieler definitiv meine beste Runde. Gegen Bots, glaube ich, sogar schon mal besser. Aber Bots kann man auch nicht wirklich zählen. Jetzt im Moment läuft sie wieder nicht mit, mit dem Nast-Hitten. Bis auf 2 Minions oder 3. Schon ein wenig. Sobald die Gegner wieder kommen, werden wir uns hier denken. Ah, da kommt schon einer. Den können wir uns, glaube ich, sneaky abholen. So, da hinten haben wir noch einen. Kriege ich den? Komm, Junge. Mal da haben wir. Zack, Alter. Boom, Junge. Hier, Optimus Prime ist ganz schön am Rennen. Wir haben uns einen Double Kill geholt. Also bis jetzt, beste Runde. Finde ich ganz geil. Hier können wir uns einen Sammler aufstellen. Natürlich, desto weiter wir in die gegnerische Hälfte eindringen und die Tower so zerstört haben, können wir uns natürlich auch mehrere Sammler besorgen. Was natürlich auch mega gut ist für uns, weil dann können wir uns auch, selbst wenn wir jetzt ein bisschen zurückfallen sollten, trotzdem noch Kartenmacht organisieren. Und ja, so können wir unseren Vorsprung trotzdem beibehalten, auch wenn wir jetzt, sag ich mal, den Teamfight verkacken. So, wo sind unsere Minions, unsere Sklaven. So, haben wir den Tower auch kaputt. Ganz geil ist. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Minions noch weghauen und dann versuche ich mal in die Mitte zu rotieren. Oh, wir haben jetzt schon 12 nicht genutzte Karten. Bedeutet, wir könnten jetzt zurück und uns die nächste Aufwertung holen. Jetzt habe ich natürlich ein halbes Leben. Aber ich glaube, wenn ich da von hinten jetzt reinstürme, kann ich ordentlich was reißen. Massaker. Ganz geil, hat super funktioniert, vor allem der Mage kam auch noch hinterher. Und hat mit seiner Ulti gezündet. Jawoll. Dann haben wir den nächsten 8-0, also mega fette Runde. Ich glaube, fast geiler kann es nicht laufen.
jetzt holen. Da haben wir nochmal 5 Lebensraum und kritische Trefferchance. Kritische Trefferchance haben wir ja. Ja, Lebensraum brauche ich noch nicht wirklich. Also ich habe nicht so das Gefühl, als wenn wir hier aufs Maul kriegen würden. Also kaufen wir uns mal direkt die Durchdringung. Wir haben noch 5 Karten, macht dann spare ich jetzt. Nee, die Durchdringung brauchen wir erstmal nicht. Wir holen uns noch weiter Schaden. Und jetzt sehen wir wieder zu, dass wir wieder Attacke machen. Wir können uns hier den einen noch, diesen einen Sammler auf der rechten Seite holen. Das gibt, glaube ich... Ach ne, Sammler waren ja nicht mehr zu holen von dem, von diesen wöchentlichen Belohnungen her. Weil natürlich möchte ich ja zügig vorankommen, dass ich zügig gute Karten habe für mein Deck. Und an EP bekommen. Ich denke mal, das wird sich positiv darauf bewerten oder positiv darauf bemerkbar machen. Wenn ich jetzt hier so zwischendurch mal die Sammler hole oder die gegnerischen Sammler zerstöre, gehe ich davon aus, dass das so sein wird. So. Jetzt gehen wir mal als gesamtes Team los. Wow, ich bin fast der Einzige, der Kills hat. Bis auf der Mage noch. Aber soll ja egal sein, der Sieg zählt und wer die ganzen Kills hat, ist völlig egal. Weiß nicht, ich glaube, die sind, ja, der gegnerische Team ist komplett AFK. Ah, ne, das ist auch gut. Ach so, ja, das ist so wie bei den Alpen mittlerweile, dass die Gegner verschwunden sind, wo jemand fehlt. Das ist es zu gehen, sag ich mal. Achso, hier sind die scheiß Tower. Ja, den Dude habe ich auch schon mal gespielt. Gegen Bots. Der ist ganz cool, der kann so einen Feuertower aufstellen. Das ist quasi der Heimatkampf. Paragon. Das ist böse, aber ich habe die Tower einfach nicht gespielt. Das nicht. Ich habe sie immer noch nicht. Deswegen schlage ich mir gerne drauf. Jetzt habe ich sie, aber jetzt kriege ich Tower und Down. Guck, Jungs. Jetzt muss ich mal hier ziemlich raus. Wollen sie mich natürlich. Boah, haben sie mich. Schweinerei. Ah. Na gut, wir haben den Tower. Scheiß drauf. Da war jetzt der Ehrentod. So kann es gehen. Den habe ich ihnen geschenkt, sag ich mal. ja, wir können mal gucken. Ah, jetzt haben wir jetzt natürlich keine Kartenmacht mehr. Oder nicht genug. Aber den könnte ich jetzt verkaufen. Dann dürfte ich. Ja, dann habe ich wieder einen. Da holen wir uns dann nochmal kritische Trefferchance. Ja. Ich denke, damit fahren wir ganz gut. Achso, der hat noch mal eine aktive, aber das ist egal. Wir haben, kaufen uns hier gleich den und dann haben wir 20 Lebensraub. Das ist schon ganz ordentlich. Und ich weiß nicht, dann könnten wir ja immer noch auf den defensiven Wert gehen. Wobei ich kaum vermute, dass wir defensive Stats in dieser Runde brauchen. Weil wenn ich mir so die Gegner angucke, die haben auch... Na gut, die haben jetzt mittlerweile 2 AFK-Leute. Sieht nach Rage Crit aus. Naja, ich will hoffen, das ist nicht so toxisch wie LOL. Kann auch sein, dass sie wirklich oder halt einfach nur weg sind. Aber farmtechnisch, die haben keine Items gekauft. Ich denke mal, das wird ein Rage Crit sein. Na ja, gut, so was hat man halt in diesen Spielen immer. Immer wieder. Aber wenn ich so ein bisschen anziehe, ich bin ölig. Oh Mann, ich muss ja durch. Autsch, 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 komm her. Ich bin motherfucking tanky. Komm her, du Dude. Alter, wenn du ein
kommst du mir eh nicht. Du Stück Scheiße. Bleib stehen. Bleib stehen, habe ich dir gesagt. Ja. Naja, gut, egal. Ach so, das ist doch ein feindlicher. Was ich jetzt nur noch nicht herausgefunden habe, können wir mal ausprobieren, ob Fähigkeiten an den Dingern auch Schaden machen. Nein. Okay, Fähigkeiten machen keinen Schaden. Die werden nicht getriggert. Wenn ich mir schon was denken kann. Jetzt habe ich Mana noch nicht verschleudert. Aber egal. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon dann am Kern angekommen. Was hat der Zauberer denn für ein Item, dass er so eine rote Kugel da oben sieht? Achso, der hat sich den Buff abgeholt. Ah, so. Ja, wir holen jetzt hier die alte mal ab. Zack. Ach, guck mal, der Dude ist doch wieder da. Wir sind im Level up. Autsch, autsch, autsch. Das ist ein Scheiß. So, der Buff hier. Ich hab kein Mana mehr. Ich kann dem Blut nicht richtig geben, weil ich kein Mana habe. Ey, das ist voll die miese Falle hier. Ich glaube, ich werde das zweite Mal sterben. Autsch. Autsch. Geronimo, rennen! Ah! Alte Zicke. Optimus wollte einfach nicht rennen. Aber da kommt vom Greedy sein, ne? Greedy sein lohnt sich nicht. Ja, wir haben jetzt mittlerweile 18% kritische Trefferchance. Wir haben eigentlich extrem wenig Energieschaden, sehe ich gerade mal. Viel Durchdringung, aber wenig Energieschaden. Müsste man eventuell mal erhöhen. Der ist ja noch ein bisschen krass. Ich habe ein Set. Oder ein Set ist nicht mal wirklich viel. Ja, und wie gesagt, das habe ich ja letztes Mal schon angesprochen. Ich finde es halt irgendwie ein bisschen doof, dass ich nicht nachträglich sehen kann, welche Aufwertungen ich in den Hauptkarten drin habe. Man kann, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen möchte, was ich hier für Aufwertung reingepackt habe, müsste ich den erst unten reinlegen. Wenn ich den jetzt aber unten reinlege und mir gefallen die Aufwertungen nicht und ich den wieder rückgängig mache, dann kann ich mir den nicht zum zweiten Mal kaufen. So habe ich das jetzt bis jetzt verstanden. Wenn ich das falsch verstanden habe, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil das würde mich halt doch schon sehr gerne oder sehr interessieren. Ansonsten will ich natürlich hoffen, dass die Leute von Epic das vielleicht verbessern. Wir befinden uns ja immer noch in der Beta-Phase. Und wenn man das verbessern könnte, wäre es natürlich sehr praktisch, wenn man nur mit der Maus rübergehen kann und dann angezeigt bekommt, welche Aufwertung man da reingepackt hat. Wäre natürlich sehr sinnvoll. Und ich will hoffen, da werden die Leute von Epic vielleicht mal dran arbeiten. Oh, jetzt habe ich die richtige Schneide und der Kill bekommen. Ich wollte eigentlich recht raus, dass der jetzt mal hier fix an den Innenpol. Ah, zu spät, jetzt kommen Minions mal da. Kommen die noch? Ah, die schaffen wir. Ganz schnell an den Tower gehen. Die Minions sollte ich denn eigentlich haben. Noch ein paar Gegner zu nach. Also kriegen wir jetzt wieder so einen super Minion. Und wir können natürlich mehr Druck aufbauen und kriegen wir jetzt gleich nicht mehr verteidigt. Denn die Minions, die halten ja schon extrem. Das ist ja
habe auch wieder gesessen, der Hit. Ach, nicht blöd, Fräulein. Ich bin mit Sicherheit nicht der Rente von Rex, als eher nominiert. Und, naja, wenn das einmal läuft, dann läuft das, würde ich sagen. Oh. Ha, der hat mich gesaved. Benachrichtigung, Achtung. Hilfe. Vielleicht kriege ich ja nochmal ein bisschen Unterstützung. Wenn ich den geschafft bekomme, den Loot hier hochzuziehen. Und dann. Nein, ich hab den Mana. Nein! Ah, wie knapp hat der das überlebt? Habe ich den da auch gekriegt? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, der ist tot, also habe ich ihn gekriegt. Geile Sache. So, wir haben 10 Karten gemacht. Wir kaufen uns jetzt den mit dem Lebensraub. Fett. Unsere Werte wachsen. Wir haben ziemlich viele gute defensive, sowohl auch aggressive Werte. Was schon ganz cool ist. Wir können auch mal skillen. Die Schocktherapie. Und ja, der Kern hat nur noch 58%. Ich denke mal, wenn ich jetzt gleich in 35 Sekunden wieder lebe, ab in die Base stürmen, den Kern angreifen, dann sollte es das gewesen sein. Aber jedoch, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben. Gab schon so einige Spiele bei LOL auch, die man dann im Endeffekt verbessert hat, weil man dann zufrieden geworden ist. Ist immer noch möglich zu verlieren. Ich glaube zwar eher weniger, aber es ist möglich. Wobei, ich glaube, wenn wir das jetzt wirklich noch an den Sand setzen, dann werden wir ziemlich lange an der Runde sitzen, weil dann wird es wahrscheinlich irgendwie so um die 2 Stunden dauern. Mal bis die ganzen Minions und vor allem die ganzen Super Minions weggepusht haben, dann wird glaube ich nichts mehr, Freunde. Also ich denke, diese Runde haben sie kräftig in Sand gesetzt. Aber mein Gott, mal verliert man, mal gewinnen die anderen. So können die anderen mal denken. Und ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich diese Siegesserie aufrechterhalten kann. Krieg ich schon ein Tor. Ausgeschaltet. Die Schocktherapie können wir nochmal ausgehen. Zack, da muss nochmal einer holen. Ja, da hat der Zicki ihre Brüche angehört. Aber jetzt holen wir uns, ne? Zack, ja, er holt sich den. Ich hab nur unterstützt. Aber scheißegal. Der Sieg ist unser. Wenn wir nicht dazu da sind, dass wir auf den tun können. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die Scheiß. Diese Feuertower, die gehen voll runter in den ganzen Minions. Und dann hat er mich wahrscheinlich auch noch mit Öl voll gerotzt. Weil der ist ganz schön zickig, der Typ. Er kann nämlich eine Ölspur legen oder mit Öl
dich bespucken. Und dann kann er dich halt in Flammen setzen. Dann hast du quasi wie den Rap-Buff auf dir drauf liegen. Bei League of Legends. Und der verbrennt dich ja dann auch stetig. Und macht ja dann Damage over time. Aber gut, sei es drum. Wir haben gewonnen. Ich habe eine ziemlich gute Runde hingelegt, finde ich. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein paar Likes da lassen oder auch Kommentare, wie zum Beispiel das mit den Karten, was ihr davon haltet, mal eure, oh, ich habe keine Verbindung mehr, wie ihr dazu steht, dass man die reingepackten Karten nicht mehr sehen kann. Ja, ansonsten, wie euch so das Spiel gefällt, wie ja, welche Champions ihr vielleicht bevorzugt oder welche man unbedingt mal anzocken sollte. Oh, 10% verringerte Abklingzeit, das ist cool. Wir haben noch eine Kiste, die machen wir natürlich auch noch einmal auf. Blut, Ritus, Brandmal. Aha, bei kritischer Verletzung werden einem Spieler Kill 40% der vorhandenen Leben über 10%. Na, ja, Ordnung, Lebensregeneration. Physische Durchdringung ist natürlich sehr gut für ADCs. Göttlicher Schutz habe ich auch schon gehabt. Okay. Gut, Leute, das soll es für die Runde gewesen sein. Ich werde mich jetzt vom PC verabschieden und rüber zur PlayStation wandern, denn ich muss heute noch einiges aufnehmen. Heute ist Bloodborne dran und da könnt ihr euch dann die Tage auch dann wieder dran erfreuen. Und aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein für diese Runde, für dieses Mal jetzt hier am PC. Und ich würde mich freuen, wenn ihr halt wie gesagt ein paar Bewertungen da lasst, Kommentare, Likes und ähnliches. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen würdet, wäre es super geil von euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal zu Paragon oder eins meiner anderen Produkte. Produktion. Formate, wie man sehen will. Könnt ihr drehen, wie ihr haben wollt. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.